Einen wunderschönen guten Abend und wir sind hier in einer ganz besonderen Umgebung, nämlich im Gravy Studio und wir machen heute ein gemeinsames Video und ihr seht, links von mir steht einmal Dingsy, einer der wohl bekanntesten und größten Echtgeldhändler und Scammer, die wir jemals hatten und links davon Gravy Place, den lieben Nachrichtensprecher und was er noch so alles anstellt. Ich freue mich auf die Runde. Bis dann. Dann würde ich einfach mit Frage 1 anfangen. Wir machen das so, ich starte mit der ersten Frage, dann gebe ich ab an Roach und wir machen das immer so hin und her auf jeden Fall. Dann die erste Frage an dich, Dingsy. Du hast das Interview mit Gebor und unterstrich Zeitox gesehen, hast dort auch kommentiert. Was sagst du zu den beiden, da diese ja momentan viel unterwegs sind, was das Scammen angeht? Also mit Zeitox habe ich jetzt nicht so viel Kontakt. Er war halt für einen Tag in meinem Clan drin, aber ich habe ihn dann rausgeworfen, weil er zu wenig Geld hatte. Und Gebor kenne ich von meinem Kollegen 1Lostics, aber sonst haben wir halt auch nichts so miteinander zu tun. Und was sagst du zu den beiden mit der Scammerei? Sind sie momentan mehr oder größer unterwegs als du? Habe ich mir derzeit noch nichts zu angeguckt, aber ich weiß es gar nicht. Also, ich denke mal nicht, dass sie so viel Geld gemacht haben. Ich denke mal so 30 Millionen oder so. Wie bist du eigentlich auf das Scammen gekommen? Was war für dich der Reiz daran? Also ich spiele schon etwas länger. Ich spiele seit knapp 4 Jahren sogar schon auf FIFA Games aktiv. Und ja, ich hatte so letztes Jahr, also so knapp vor einem Jahr, halt keine Lust mehr auf FIFA Games. Und deswegen habe ich halt einfach ein paar Leute abgezogen und dann hat mir das Spiel wieder Spaß gemacht und dann habe ich das so beibehalten, weil ich hatte ja eh schon schlechten Ruf und habe ich auch immer weiter gescannt. Und dann halt auch mit einem anderen Account noch und ja, so hat sich das halt weiterentwickelt. Dann machen wir weiter mit der Frage 3, würde ich gleich mal sagen. Und zwar, mit wie vielen Accounts arbeitest du eigentlich auf Griefer Game? Also, ich habe mehrere Accounts. Einmal natürlich, wo mein Geld drauf ist. Der gehört zwar nicht mir, sondern meinen Kollegen. Aber ich habe halt solche Accounts, wie zum Beispiel auch einen Lager-Account, wo meine Items drauf sind. Und sonst habe ich halt mein Dingsy-Account und noch ein paar andere Accounts, mit denen ich halt ab und zu auch noch scamme, wie zum Beispiel Schwark heißt der eine. Mit denen habe ich auch mal reingescammt. Ich glaube, ich habe damit so circa 25 Millionen gemacht mit Premium-Rang. Mit dem Premium? Ja, das sind halt so, ja. Ich war nach 2 Tagen sogar auf der Trusted MM-Liste im Forum. Deswegen habe ich dann auch einen Clan gegründet und wurde relativ bekannt auf CityBit 21 und dann konnte ich halt ganz gut reinscannen. Wie oft wurdest du eigentlich schon gebannt für deine Taten oder geklärt? Gebannt so oft, dass ich gar nicht aufzählen kann. Also jetzt nicht für meine Scammer-Taten, sondern eher so für andere Sachen, Beleidigung, Rassismus und solche Sachen halt. Und gemutet wurde ich auch schon oft. Und geklärt wurde ich bisher 3-mal, glaube. 2-mal von Zwieback und 1-mal von Bantor. Zwieback hat 2-mal meine Grundstücke gewiefen lassen von der Community. War zwar ein nicht so hoher Schaden, aber war trotzdem ärgerlich. Und Bantor hat 1-mal mein komplettes Geld weggeklärt, weil er dachte, ich hätte ein Teammitglied gescammt. Aber ich habe das Teammitglied nicht gescammt. Wenn du dich zurückerinnerst an dein erstes Mal, dass du gebannt wurdest oder als das erste Mal dein Grundstück gegrieft wurde durch Zwieback, was hat es mit dir gemacht? Wie hat sich das angefühlt und warum hast du trotzdem weitergemacht? Naja, es wurde ein Grundstück geklärt bzw. gegrieft von Zwieback. Also alle haben Trust bekommen in seinem Livestream. Ja, war halt nichts Wertvolles so wirklich drauf, aber trotzdem schade. Das war halt so das Plot, was ich mir 3 Jahre lang, wo ich 3 Jahre lang drauf gezockt habe. So. Und deswegen war es natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich habe halt immer weiter gescammt, weil wenn ich eh schon einen schlechten Ruf habe, warum soll ich dann nicht reinscammen? Jeder, glaube ich, weiß, dass du ja auch Echtgeldhandel betreibst. Hast du bei diesem Thema keine Angst vor Konsequenzen oder gab es dieses schon? Jetzt nicht in Bezug auf deine Scammerei, sondern um BH. Also derzeit habe ich noch kein Bann oder sonstiges für Echtgeldhandel bekommen und ich denke, das wird in nächster Zeit auch erstmal so bleiben.
Ich hatte einige Überprüfungsbans und ja, die finden halt nichts, weil ich stelle es halt schlau genug an und solange es halt keine Beweise gegen mich gibt, kann ich auch nicht gebannt werden, auch wenn ich es halt jetzt so wie hier öffentlich zugebe, dass ich echt keine mache, können sie mich immer noch nicht bestrafen, also deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Die Zuschauer haben bestimmt noch nichts von einem Überprüfungsbann gehört, vielleicht magst du das nochmal ganz kurz erläutern. Ja, man kriegt halt so einen Bann, da wird halt das Team kontrollieren, ob sie irgendwas Verdächtiges finden, werden alles nachschauen und man ist halt gebannt, damit man nicht weiter Scheiße bauen kann irgendwie. Ja, das heißt aber, du wirst quasi nur für die Überprüfungszeit gebannt und wenn nichts gefunden wird, wird der Bann wieder aufgehoben. Das ist nicht so ein, ja, so ein Perma-Bann auf Verdacht. Nee, einfach nur ein Überprüfungsbann. Okay. Bist du momentan eigentlich noch aktiv auf Griefer Games oder hast du die Zeit einfach hinter dir gelassen mittlerweile? Also derzeit spiele ich nicht so aktiv auf Griefer Games. Ich schaue nur ab und zu mal so vorbei, was so abgeht. Und ich mache halt gerade mehr so in Relive und spiele andere Spiele. Deswegen Griefer Games ist mir gerade eigentlich relativ egal. So. Viele Leute erinnern sich ja noch, wahrscheinlich, ich glaube, das war gut vor einem Jahr. Da kannte ja wirklich jeder oder bis heute jeder deinen Namen. Weißt du noch, wann deine Hochzeiten, sage ich jetzt mal, auf Griefer Games waren? So vor anderthalb Jahren, wo ich noch aktiv gespielt habe, wo ich auch einen Plan auf City Build 7 hatte, da war ich schon sehr bekannt auch und das waren so meine Hochzeiten. Wie viel Geld besitzt du momentan auf Griefer Games? Also derzeit habe ich, glaube ich, auf meinem Geld-Account 27 Millionen Bargeld. Und ich denke mal so circa 35 bis 40 Millionen habe ich noch so in Items. Ja. Also über 50 Millionen Griefer Games Dollar. Ich musste kurz die Luft anhalten. Ich habe gerade an mein Konto gedacht. Oh Gott. Geht mir auch so. Also 50 Millionen Griefer Games Dollar ist wirklich heftig. Hast du das alles durch Scammen oder verkaufst du eigentlich irgendwas auf Griefer Games oder ist tatsächlich nur reines Scammen-Money, sage ich jetzt mal. Scam-Money. Also ich denke mal, ich habe davon auch sehr viel selbst getradet, weil ich habe auch getradet, wo ich gescammt habe. Und wenn mir halt jemand da mal für das gegeben hat, habe ich den halt auch gescammt, aber sonst habe ich normal mit Middleman halt getradet und so auch sehr viel Geld gemacht. Also das ist nicht alles erscammt. Ja. Was war das Höchste, das du jemals erscammt hast und weißt du noch, bei wem das war? Ja, das Höchste, das war mein allererster Scam sogar. Das waren 22 Millionen Bargeld an meinen besten Buddy. Das Geld habe ich ihm nach dem Scam wieder zurückgegeben. Weil es halt mein bester Buddy war, aber ich zähle es trotzdem als Scam dazu, weil ich habe ihn ja sozusagen gescammt. Es ging da um einen Echtgeld-Trade. Also ich sollte ihm Echtgeld geben, er gibt mir das Ingame-Geld, deswegen werde ich auch keinen Namen nennen. Aber ich weiß noch, wer es war. Ich stehe auch heute noch in Kontakt zu dieser Person. Uff, es ist, du hast deinen Best Buddy um 22 Millionen Ingame-Geld gescammt. Das ist eine Hausnummer. Ist auch ein relativ bekannter Spieler. Wow. Interessante Frage auch für mich, finde ich. Und zwar, kaufen bei dir vielleicht sogar auch YouTuber oder bekannte Spieler? Also ich will jetzt nicht keine Namen nennen, aber auf jeden Fall zählen die auch zu deinen Kunden und weißt du das? Ja, also die meisten Kunden, die ich auch habe, sind Privatkunden. Also ich kenne meine Kunden eigentlich schon sehr gut und da sind auch viele bekannte Leute dabei, ja. Auch YouTuber? YouTuber weiß nicht, ne. Private Kunden heißt Menschen, die du im Real Life quasi kennst oder Kontakt hast. Private Kunden heißt, dass ich jetzt nicht irgendwie auf eBay oder sonst wo anbiete, sondern dass ich zu den Personen oder die Personen zu mir kommen und wir das halt sozusagen privat machen. Okay, das war, was ich meinte, genau, danke. Wer würdest du sagen, ist aktuell, heute gemessen, der größte Scammer auf Griefer Games? Das ist derzeit schlecht zu sagen, weil es kann ja nie wirklich jemand sagen, dass er der Größte ist, so, weil für die meisten Scams gibt es halt auch keine Beweise, weil die immer so spontan geschehen und sonstiges. Das Ding ist halt schwierig zu sagen, aber ich denke, ich gehöre auf jeden Fall zu einem der bekanntesten,
aber ich behaupte nicht, dass ich so der Größte sei. Ich weiß es derzeit nicht, aber ich denke eher, ich gehöre da schon etwas so in die Liga rein. Ja. Wenn du sagst, du gehörst in diese Liga rein, wen würdest du denn noch damit dazu zählen? Seven Maybe oder welche Namen würden dir da spontan einfallen? Ja, so ein Ronap oder so. Ronap. Ronap sagt uns allen was, ne? Ja, also wenn man alles von seinen Accounts zusammenrechnet, kommt da auch schon eine gute Summe zusammen. Aber ich meine, der Alpha-Scan, das war ja lächerlich. Ich meine, keine Ahnung, was hat er gemacht, 20 Millionen oder so. Und das mit einem Alpha-Account. Also wenn man überlegt, dass mal das 22 Millionen mein allererster Scan wird, ist das schon, traurig eigentlich schon fast. Aber naja. Und zwar schreibt der Dustin B. We Love Beacons ist der größte Scammer. Ich persönlich habe jetzt von We Love Beacons noch nicht gehört. Kennst du diesen Namen? Den kenne ich schon seit 3 Jahren, glaube ich. Oder ich glaube sogar schon seit mehr. War früher ein Buddy von mir. Zu Anfangszeiten, wo ich gespielt habe, auf jeden Fall. Mit einem anderen Account. Und größter Scammer ist es nicht. Auf keinen Fall. Hast du mal einen der großen Scammer gescammt? Ich habe 7 Maybe mal gescammt. 7 Maybe gescammt? Ja, aber das waren nur 300k oder so. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt auch schon mit dieser Fragerunde. Vielen Dank nochmal an Gravyplace für die Einladung, hier in deinem herrschaftlichen Studio zu drehen. Und nochmals ganz, ganz vielen Dank an Dingsy, denn es ist nicht selbstverständlich als Scammer und Echtgeldhändler, dass man sich hier Rede und Antwort steht. Und da waren doch auch für mich die ein oder andere überraschende Information dabei. Und ganz sicher war das auch für euch alle so. Von daher, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich darauf, wenn ihr das Ganze natürlich schön kommentiert. Und bis demnächst. Hey ihr Lieben, das war eine ganz spannende Runde und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, das ist keine Anleitung für Scamming, keine Anleitung für Echtgeldhandel. Wir verurteilen Echtgeldhandel und Scamming. Wir wollen nicht, dass gescammt wird. Wir wollen nicht, dass Echtgeldhandel betrieben wird. Bitte macht das nicht nach. Es soll einfach der Information dienen, was so alles abgeht, was die so alles anstellen, dass er so reich geworden ist. Er hat es ja selbst gesagt, liegt nicht nur am Scammen und nicht vergessen. Schnell führt es zum Permaban, auch wenn es ihm bisher noch nicht gepackt hat. Und dann, wenn ihr perma gebannt seid, hilft es euch auch nicht, wenn ihr einen Haufen gescampte Millionen und Items habt. Also, bleibt sauber, bleibt rein, lasst die Weste sauber. Und nicht vergessen, schaut bitte auch bei dem lieben Gravyplace rein. Seinen Kanal findet ihr unten verlinkt. Und auch er macht immer spannende Videos. Nicht scammen, nicht Echtgeld handeln und bleibt einfach dabei. Bis dann, euer Ruhig83.